Konnichiwa, meine lieben Mittag-Siebs und Dies und ich grüße euch herzlich zu diesem neuen Video. Und mit diesem Video werde ich mich eventuell unbeliebt machen, denn ich habe etwas getan, mit dem ich selber nie im Leben gerechnet hätte, dass ich das jemals tun werde. Und zwar habe ich mir eine Amazon Wishlist angelegt. Und bevor jetzt auf einmal Hate-Kommentare kommen, mich alle deabonnieren, mich disliken und mir Morddrohungen oder sonst irgendwas schicken, es gibt einen guten Grund, warum ich mir diese Wishlist angelegt habe, und ich habe sie auch unter speziellen Kriterien angelegt. Das heißt also, kommen wir erstmal zur Frage, wieso habe ich mir diese Wishlist überhaupt angelegt? Der Grund, warum ich mir diese Liste angelegt habe, ist recht simpel. Denn mich schreiben auf Instagram sehr oft Leute an, die unbedingt gerne eine Review von mir haben wollen zur Serie XY, die gerne wollen, dass ich Serie YX lese und so weiter und so fort. Aber das Problem ist halt, ich bin ein Schüler. Dementsprechend habe ich ein sehr geringes Einkommen. Und das meiste von meinem Budget geht immer für die Serien drauf, die ich immer aktuell verfolge. Und dementsprechend bleibt dann auch nichts da, um neue Serien anzufangen. Und dafür habe ich mir nun diese Wishlist angelegt, denn ich habe gestern auf Instagram euch gefragt, welche Serien ihr wollt, dass ich sie lese oder von welchen ihr euch eine Review wünscht. Und von diesen Serien habe ich die ersten beiden Bände dann in diese Wishlist gepackt. Und wirklich nur die ersten beiden Bände. Die einzige Serie, die komplett drin ist, ist, ich habe mein Leben für 10.000 Yen pro Jahr verkauft. Aber das sind auch nur 3 Bände. Heißt, die einzigen Serien, die ihr da komplett finden werdet, sind die, die maximal 3 Bände lang sind. Aber alle anderen Serien sind nur die ersten beiden Bände wirklich drin. Denn der Sinn dieser Wishlist ist jetzt nicht, dass ich mir Geld spare oder so, oder dass ihr mir jetzt auf einmal Mangas schenkt oder so, sondern dass ich die Chance bekomme, Serien zu reviewen, die ihr euch wünscht. Und wenn mir die Serien gefallen, dann kaufe ich mir die restlichen Bände von meinem eigenen Geld. Versprochen. Ja, und ich werde die Liste auch nicht für immer da behalten. Ich werde sie nach einer Woche ungefähr, glaube ich, wieder löschen. Und halt alles, was bis dahin nicht gekauft ist, ja, ist dann egal. Ja, und das heißt also, wenn ihr von mir unbedingt wollt, dass ich eine bestimmte Serie reviewe oder eine bestimmte Serie lese, dann könnt ihr euch einmal die Wishlist angucken. Ich habe sie hier in die Beschreibung getan. Und dann könnt ihr mir diese Serie dann halt finanzieren. Und ich werde sie dann lesen und auch offen und ehrlich reviewen. Und das muss ich auch auf jeden Fall klarstellen. Ich werde mich erstens noch bei der Person bedanken, die mir die Reihe kauft und sie in einem Video oder einem Post erwähnen, je nachdem, was ich mache. Aber meine Meinung wird jetzt nicht davon beeinflusst, dass sie mir die Serien kauft, denn ich werde wirklich so offen und konstruktiv und zerstörerisch wie möglich sein. Denn es sind auch unter anderem Serien in dem Wagen, für die ich mich null interessiert habe und von denen ich weiß, dass sie mir nicht gefallen werden, aber ich dachte mir, komm, die packe ich auch mal in die Liste und wenn ihr sie mir kauft, dann ganz ehrlich, ich werde sie ohne Rücksicht auf Verlust zerstören. Also nicht die Bände, sondern vom Review her. Ja, und ich würde dann sagen, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Schaut mal gerne in die Wishlist rein und guckt mal, ob ihr von irgendwelchen Serien gerne eine Review haben wollt. Und ich würde dann an der Stelle sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, sayonara!